Peace, meine Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Marco Buben, frisch aus Italien. Ja, das ist jetzt das erste Video nach dem Urlaub und ich wollte euch nur wissen lassen, eigentlich, ich bin nicht untätig, ja. Ich bin natürlich auf dem Rückweg an Leipzig vorbeigefahren oder was sagt, eigentlich so gerade durch oder dran vorbei. Und da habe ich gesagt, hey, zu meiner Frau, lass mal bei Nautilus vorbeischauen. Ich mein Gott, der Umweg ist hier 20 Minuten. Und gucken wir mal, was er da hat. Und was ich dort gekriegt habe und gekauft habe, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Also meine Freunde, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Peace. Also Freunde, es ist schon ziemlich spät. Wir haben es jetzt hier 21.42 Uhr. Tja, ja, es ist schon ziemlich spät. Das Video wird auch erst morgen online gehen. Ich werde es aber heute noch fertig machen. Ich möchte euch jetzt nur schnell zeigen, was ich gekauft habe. Mega geil und auch gekriegt. Ja, da wird es was Schönes geben und zwar wieder in den Produktvideos. Ja, also es fehlen jetzt einige Videos, davon mal abgesehen. Es fehlen jetzt noch die Videos zu meinen Fazits, zu den Arca-Produkten, die werden jetzt nach und nach langsam rausgehen. Es folgen neue Produktvideos von anderen Produkten und so weiter und so fort. Und es gibt neue Korallen. So, schöne große Styroporbox, wie man es von Nautilus kennt. Also für diejenigen, die jetzt schon lange dabei sind, ihr wisst ja, wenn ich was kaufe, ist es entweder bei Nautilus oder bei Marco. Ja, der einzige Unterschied ist, zu Nautilus und Marco, also bei Nautilus habe ich schon online bestellt und Tiere waren immer Bombe. Bei Marco fahre ich hin, weil da bin ich nur eine Stunde weg. So. Ja, womit fangen wir an, Freunde? Was habe ich denn hier? Achso. Ja, was habe ich gekauft? Die Mama. So. Ach, muss man ja nicht sehen, was ich da bezahlt habe. Aber die Dinger kennt jeder. Ich habe mir neue Klingen gekauft für den ollen Magneten. Der hat ja nichts mehr sauber gemacht. Ja. Jetzt habe ich aber erstmal 25 verschiedene Schnecken, die sind hier in verschiedenen Tüten und so weiter aufgeteilt, super gut verpackt mit Luft und so weiter und 25 Einsiedlerkrebse. Die Schnecken ist ein wilder Mix, ja, für den Bodengrund, für die Scheiben, einfach damit alles wieder ein bisschen auf Touren da drinne kommt. So, und, oh, leider ist sie jetzt zu. Eine Euphilia glabrescens, sie hat jetzt 3 Köpfe. Sie steht im Online-Shop als Violet Torch, also Black-Violent Torch. Es bleibt abzuwarten, wie die Endfärbung aussieht. Die werde ich gleich bei mir ins Becken packen. Und ihr wisst ja, dass ich habe ja die neue Glabrescens. Habe ich euch die schon gezeigt, die neue Glabrescens? Die Leute, die Instagram verfolgen, kennen die neue Glabrescens von mir schon. Daneben wird die kommen. Dann heißt, das heißt, das ist meine dritte Glabrescens im Bunde. Mega geil, da freue ich mich richtig drauf. Das heißt, die Euphilien-Ecke wird einfach voller. Ihr seht auch da hinten, es ist noch nicht sauber gemacht. Also ich komme wirklich gerade aus dem Urlaub. Und meine Urlaubsvertretung, danke an meinen Opa, besser geht's nicht. Also ich glaube, er war konsequenter, als ich es jemals war mit diesem Aquarium, was Futter angeht und die ganzen Dosierungen. Steht alles Bombe da, steht alles so da, wie ich es verlassen habe und das ist wirklich schön. Eine einzige Koralle ist mir umgekippt, die ich vergessen habe anzukleben, der Rest ist super. So, nichtsdestotrotz, ja, möchte ich natürlich noch auf ein, zwei Sachen gleich eingehen. Also mir fehlen die Fazitvideos von den Arca-Produkten, ja. Ich weiß, ihr fragt immer danach, sie werden kommen, definitiv, sie gehen jetzt nach und nach raus, einige Videos sind davon schon produziert, dass ihr wirklich mein Fazit. Bedenkt wirklich, es ist mein Fazit. Ich sage nur, was ich von den Produkten halte oder was ich nicht davon halte, was ich verbessern würde und so weiter. Es muss nicht bei allen das Gleiche sein oder das Gleiche eintreffen und so weiter. Nur vorweg. Ja, wegen dem Becken. Es ist natürlich jetzt absolut schmutzig, aber ich habe schon reingeguckt, es wächst natürlich super. Also ich habe ja aktuell das Arca-Balling am Laufen. Das wird dann bald auch verbraucht sein und dann werde ich was Neues ausprobieren. Und zwar werde ich dann mal zu Testzwecken, also an dem Balling werde ich wohl dranbleiben, aber ich werde von Nautilus, da war der liebe Marc nämlich so nett und hat gesagt, hey, pass auf, wir haben die neuen Nautilus, also die neuen Nauti-Elements rausgebracht,
promote die doch einfach mal. Zeig die doch einfach mal. Nimm mal ein paar mit und zeig mal. Ich muss hier nur gerade die Dinge abmachen. Ja, wisst ihr Bescheid, Leute. Gib mir eine Sekunde. Und hat gesagt, ich soll die doch einfach mal vorstellen, wenn ich Bock drauf habe. Auch hier muss einfach gesagt werden, oh, ich bin total überblendet und alles. Naja, ist vollkommen Wumpe jetzt. Auch da muss gesagt werden, ich lasse mich von nichts und niemandem kaufen. Wenn die Produkte scheiße sind, dann sage ich es euch. Da ist das, spielt es keine Rolle, ob das Fauna Marine beispielsweise ist, Arca, Nauti oder weiß ich nicht, Bill Gates höchstpersönlich. Wenn mir das Produkt nicht gefällt, dann sage ich euch das. Und nur weil Produkte bei mir im Becken nicht funktionieren, heißt es nicht, dass sie bei euch nicht funktionieren. Wisst ihr Bescheid. Ich sage das immer so oft, weil ich nicht möchte, dass ihr einfach sagt, oh ja, der Marco, bei dem funktioniert es, der sagt, das ist gut und ihr rennt los und seid enttäuscht. Deswegen sage ich das so oft. Bitte denkt einfach dran. So, also, was haben wir? Wir haben hier ein schönes Set. Ich nehme sie mal in der Hand. Nauti Elements. Blau, Rot, Grün. Dort sind jeweils 10 verschiedene Spurenelemente enthalten. Die hier sind, um die blauen mehr zu fördern, hier für grün und rot. Bin ich echt mal gespannt, werde ich testen, werde Vorher-Nachher-Vergleiche auf jeden Fall auch machen, dass ihr einfach wisst, was Sache ist. Das Ganze wird natürlich noch vorgestellt in den Produktvideos am Samstag. Jetzt weiß ich nicht, welches Produktvideo jetzt diesen Samstag dran ist. Da muss ich noch mal gucken, weil ich glaube, ein oder zwei Agra-Produkte fehlen mir auch noch. Und mir fehlt noch das eine Futter. Das muss ich auch noch mal vorstellen. Ja, einfach nur, damit ihr Bescheid wisst. So, ich werde mich jetzt dran machen und werde die Einsiedler und alles reinbringen und die Euphilia. Und dann werde ich euch in dem nächsten Reef-Update, das nächste Reef-Update sollte nächste Woche, Mitte nächste Woche folgen. Dann wird es ein anständiges Reef-Update geben, wo die Leute, die nicht aufgepasst haben oder nur zwischendurch reinschalten, auch mal die neuen Korallen sehen und die Entwicklung sehen und so weiter. Und in dem Sinne, meine Freunde, Peace, adios, ich bin raus. Ich hoffe, ihr hattet eine coole Urlaubszeit. Ich hoffe, ihr freut euch auf neue Videos. Ich bin richtig drauf, also ich habe richtig Bock, neue Videos zu produzieren. Die Auszeit hat mir mal ganz gut getan. Ich habe ja ein bisschen was auf Instagram gepostet, aus Venedig und so weiter. Könnt ihr immer mal reinschauen, ja? Also Instagram/MarcoBoomYT. Und ansonsten, falls euch das Video gefallen hat oder die anderen Videos, Leute, lasst ein Abo da. Es tut euch nicht weh. Aber es supportet mich, es freut mich dann auch einfach. Und wenn ihr drunter schreibt und mir sagt, was ihr davon haltet, was ihr besser machen würdet, ja, dann ist es einfach Feedback und dann weiß ich, okay, ich kann hier ansetzen, ich kann hier weitermachen. Also Jungs und Mädels, Rinja hauen, ich muss jetzt meinen Koffer auspacken und muss schlafen gehen.